Decker die Aufnahme, Kevin. Kevin? Kevin? Ja. Decker die Aufnahme, Kevin. Kevin? Hey, Leute. Fiddlesticks muss raus. Kalista muss raus. Rakan muss raus. So. Wenn Galio noch offen ist, first picken wir Galio. Wenn nicht. Wait, wir sind doch first. Warum Rakan raus? Ach, ihr wollt Galio first picken, okay. Nee, wir wollen Xayah Rakan nicht gegen uns haben. Also, wir können auch Xayah first picken und die auf Rakan swingen, wenn ihr das cool findet. Das wäre andersrum, dass wir Rakan linksen und die auf Xayah picken. Weil mein Rakan ist halt mit Abstand mein bester Champion. Okay. Dann lass jetzt noch Kalista bannen. Aber ist Rakan first pick worthy für? Nee, ja, wir müssen halt, weil die sonst Xayah und Rakan picken. Dann können wir als dritten Bann halt Galio bannen, so. Das ist halt die Option, aber. Ich glaube nicht mal, vielleicht spielt er den nicht mal, weißt du, was ich meine? Er spielt den. Also er hat auch eine richtig krasse. Also entweder first picken wir jetzt Rakan und bannen Galio oder wir bannen Rakan oder Xayah und first picken Galio. Ja, ich wäre für Rakan picken. Ja, sagt, wir Champion. Können Galio dann halt auch offen lassen, wenn wir es riskieren also wollen. Also Xayah. Wenn du einen guten Picking. Dann bannen wir jetzt Galio. Dann wenn du nicht gegen Galio spielen willst, ja. Also auf der Mitte ist Galio kein Problem, ne? Also der kann dich nicht töten, der macht nichts. Der ist nur nachher. Also first picken wir jetzt Rakan und wenn die nicht Xayah picken sollten, was wir eh machen, picken wir noch Xayah danach. Ja. Xayah und was? Halt, ich denke, bei die werden dann Xayah first gehen, so. Wir werden halt 100% auch wieder Maokai spielen. Ja, das auch. Wir haben wahrscheinlich so Xayah Trash Maokai. Na, vielleicht. Weißt du, was mir am meisten auf den Sack geht, ist dieser scheiß Trundle-Pick. Jedes Mal kommt irgendwie so ein fucking Trundle. Auch wenn das jetzt kein Problem war. Ja. Dann picken wir jetzt Rakan. Also Rakan, ja? Ja. Let's go. Okay. Wir werden jetzt Xayah picken. Dann haben wir... Können wir Tristana gehen, ne? Ja, Tristana, wäre nice. Ja. Die werden jetzt Bash Xayah gehen, denke ich mal. Oder die haben halt irgendwas, wo sie sagen, die ficken euch mit. Ja. Okay, das heißt, wir sollten uns jetzt den ADC sichern, unserer Wahl. Haben die ne? jetzt echt drei Jungler gebannt, Mann? Was ist ja. denn los? Ja, ist egal, es war gerade durchgehend. Was könnt ihr jetzt als Spotter spielen, um Pressure Tristana. Zu haben? Wahrscheinlich, ne? Ja, Tristana ist halt Early Matchup nicht so geil, aber. Wir wollen ja Winning Lanes, also ihr habt die Wahl. Willst du schon mal Elise einloggen jetzt? Ich sehe dich halt voll auf Elise, muss ich sagen. Und unser ADC ist noch so ein bisschen am Wanken. Was er haben will. Wie ist da an, mein Junge? Oder wir machen, ja, ist halt... Ja. Ich hab ein bisschen Sorge, egal, welchen AD Carry ich jetzt picke, prinzipiell winning ist die Lane dadurch halt nicht. Ja, so, dann also. Pick doch Tristana, oder? Hast du doch den... Ja, ich überlege entweder Tristana, oder ich könnte, ja. Ja, aber oder? Das heißt ja nicht winning im Sinne von ersten zwei Level, drei Level, weißt du? Nee, auch gar nicht. Also Rakan, Tristana gewinnst du zu keinem Zeitpunkt einfach so wegen dem ja, Matchup ich mein, gegen Trash. Wenn steht, beide 200 Farben, dann, weißt du, was ich meine? Ja, aber genau darum ging es mir. Da hätte ich auch zum Beispiel, deswegen habe ich gerade überlegt, da hätte ich halt dann zum Beispiel auch Twitch picken können. Okay. Da hätten wir halt auf der Lane ein bisschen netter von. Ja, genau. Wobei es im Prinzip ist es eigentlich fast egal. Wenn ich gehookt werde, verlieren wir den Fight. Wenn du gehookt wirst, weiß ich nicht genau. Und wenn du den Engage zuerst triffst, geben wir mir den Fight. Egal. Okay, warte mal, stopp mal gerade. Wollen wir noch Jungler bannen? Wir können jetzt noch Sek und Kra. Ich würde Maokai bannen, Alter. Dann lass doch jetzt noch Maokai und Sek bannen oder so. Ja, dann spielt er gerade, aber auf jeden Fall der wird wahrscheinlich nah bannen jetzt, oder? Wir können Maokai bannen. Ja, die werden wahrscheinlich entweder Gnar oder Trundle jetzt noch bannen. Willst du dann einfach das andere von den beiden spielen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Oder Shen halt, je nachdem, was wir noch picken. Ja. Ich hab gehört, Yasuo kann die Ornult blocken. Ja, gut. Okay. Ich kann Braum Top spielen. Wollen wir dann jetzt einfach wieder... Braum Top, das ist richtig. Uri bannen? Also, wenn wir sonst nichts haben. Ich meine, der pickt eh Kragas oder Sek. Ja, wir müssen keinen Jungler bannen. Ja, dann lass einfach Uri bannen. Also. Uri? Achso. Ja, zeig doch nochmal deinen Djinn. Trau dich, du Fotze. Was ist das denn? Sorry, weißt du, ich meine das ja gar nicht böse. Ja. Aber das kommt dann so raus. Kommt er dann mit nicht werbefreundlich? Ja, das stimmt. Tut mir auch leid, Kevin. Ich würde dir sagen, ich ersetze das Geld, aber ich weiß, was du für einen Wagen bald fährst. Gehen wir wieder Barrier hier? Alter, Sejuani, Junge. Und plus CC. Wie du willst. Mir ist egal. Was pick ich denn jetzt hier? Ich sehe mich auf einer Anivia, muss ich sagen. Ja, Anivia ist gut. Soll ich Anivia picken, ja? Ich glaub schon, ja.
Ich habe auch über eine Morgana nachgedacht, aber ich töte die halt nie. Ne, gib mir ja nie wer. Dann zeige ich den Jungen mal, wie man den Champ spielt, Alter. Dann gehe ich wahrscheinlich für Trundle. Double Wall, Junge! Mit ja, kann ich kaputt auch machen, Alter. Mit Trundle hast du ja auch Dings sonst, ne? Hier, CC-Reduzierung. Ja. Sonst gut. Also ich geh Trundle, ich geh Trundle. Okay, das heißt, wir haben Winning Side Lane. Wir haben eine starke Botter. Wir haben jetzt nicht so wirklich die Definition von Winning Lanes gepickt, muss man sagen. Aber ist halt auch schwer mit Rakan First Pick. Ist aber fein. Du hast halt mit Rakan nur Xayah als Hard Winning Lane leider. Naja, also, wollte ja nur gesagt haben, damit wir. Ach, der. Seriously, okay. Alter. Die spielen immer so eklige Scheiße, Alter. Jetzt muss ich hier gegen einen. Ach, das ist doch einfach nur Mobbing. Ja, aber wissen wir die Ignite spielen, Kutscher, oder mit hier? Das musst du mir jetzt sagen. Wenn du glaubst, dass wir so krass Engages sind. Wenn Tim Botlane campt, dann spiele ich mit Ignite. Also wenn wir über Botlane fokussen. Sonst spiele ich auf Farm. Mit oder, ja. Macht es Sinn, Toplane für dich zu fokussen oder Botlane? Ja, eher so. Also mir Lanes. Ist egal. Ich wir haben halt Rakan Tristana ist halt schon ein richtig geiles Tool, ne? Und wenn wir Tristana early 2 Kills kriegen, können wir Turret early nehmen, aber musst du wissen. Ich würde halt trotzdem eher Solo-Lanes forcen, aber das entscheide ich in-game je nach Pushing-Waves. Soll ich TP oder Ignite nehmen? Kutscher, du hast das finale Wort. Für mich macht es nicht so einen Unterschied. TP halt so kacke. Willst du mal Ignite nehmen, oder? Bleib bei Ignite, glaube ich. Was hast du gesagt, Tim? Bleib bei Ignite. Okay, Jungs. Let's go. Das wird also, besser. Wir gewinnen auf nicht. Der 1 Sideline gewinnen wir den Splitbush, auf der anderen verlieren wir ihn. Die haben guten Engage. Das war ich nicht, glaube ich, aber. Da kann sein, dass ich dort war. Ich seh's. Ich seh's. Alles im Auge. Alter. Beim zweiten Bildschirm. Ah, ich habe ja keinen zweiten, das ist richtig ungewohnt. Das ist halt Opas und Scaling, ist halt so eine Sache irgendwie. Ja, aber wir haben halt nichts Tristana, das ist auch nicht so bad, alt. Wandel des Geld ist auch nicht so bad. Wegen Frontline. Na, das ist halt immer so unser Problem. Wir outtanken uns. Wir out-CC'n uns. Und die haben mehr quasi Disengage-Tools und sowas. Aber wir sind besser und damit herzlich willkommen! Wupp, wupp, wir gewinnen jetzt. Übrigens, die letzten Cups, die ich mitgespielt habe, waren wir beide 0-1 hinten und haben trotzdem noch gewonnen. Also ja, das sind Facts, die ich hören will. Das sind die wahren. Ich bin Facts. Item behind. Ich bin quasi wie SKT so. Ich gebe immer das erste Game ab. Dann sollen wir gucken? Wir haben kein schlechtes Level 1, ne? Ah, wobei so ein gutes haben wir jetzt auch nicht. Ich glaube auch nicht. Einfach safe covern, aber nicht zu greedy. Ich würde hier zumindest stehen, falls die wieder Raptoren bohren wollen, können wir ein. Yes. That's actually good. Also ich würde dich halt schon übel hart bei mindestens einem Botlane mal sehen, so. Any over? Ich werde auf jeden Fall Blue starten. Oha. Oh, wir sind dann hier. Dann gucke ich. Run. Komm mal. Der Hook. Ach, komm, ich halte mein Leben. Ich kann nicht stunnen, du kannst rennen. Ich glaub nicht, dass sie dich diven können. Nein. Du bist halt W-Level 1. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der noch rechtzeitig hookt. Wir sollen auf jeden Fall warden noch, Kevin. Jo, komm mal. Ward ist red, ich ward hier. Wir können auch Rapper von denen starten sonst. Ja. Okay, warte. Also ich hab W-Level 1, wir werden auf jeden Fall early bringen. Soll ich wieder Raptoren baiten dann? Ja, ne? Yes, ja, wahrscheinlich. Ja, Ornn war mit unten, ne? Ja, wir sehen die Items. Ja. Der Typ fängt immer mit diesem Scheiß an hier. Da freut sich man sich als Top-Laner. Alter, die Frontline. Die ist an deinem Rap. LOL. Aber wir können es ziehen, Alter, wir schießen die. Soll ich da auch hinkommen? Die Low sein? Yes. Ich kann aber nicht, ne? Ich kann nicht über die Lane rennen jetzt. Wann wollen wir? Jetzt? Ich mach hier den Weg zu. Mach die Dinger. Okay. Kasani moved jetzt. Don't do die? On kommt, pass auf. Müssen wir raus? Ich will eigentlich die halt Dings smiten hier. Das ist jetzt eure Sache. Ist fein. Okay. Ich hab jetzt 3 Millionen verloren. Scheiße, wir hätten einfach Red machen, glaube ich, sollen. 1cc. Go. Hotline fightet. Nice, Alter, good job. Okay, Alter, und ich entschuldige mich noch für das eine kurze Fotzenwort. Wann hast du Knockup? Kutscher? Alter, Kutscher, man hört dich nicht über den TS. Man hört dich nicht, steck das Ding ein. Job, man hört dich nicht. Nein! Bitte, ich will deine schöne Stimme hören. Ja, mach mal Pause, irgendwer. Zu doof dafür.
Pause, ja? Jetzt fliegt mein Q gerade. Gut Job, gut. Nee, es gibt auch, wenn du mich nicht hören kannst. Was war denn bei dir das Problem, Johnny? Hä? Du hattest doch gestern, heute auch das Problem. Oh, ich hab einmal. Neues genommen. Oh, gut. Ja, kann man an der Seite. Hallo, ah, ich war gemutet, okay. Mhm. Okay. Hallo, hallo. Okay. Was, ne? Ihr könnt wieder. Nee, die hat muten, ja. Du bist ja nur ready schreiben. Okay, wir pushen die Wände hart aus, Kutsch, okay? Ja. Ah, gut Job. Was hat die benutzt? Gar nichts. Bin nicht mal gehealt, ne? Kutsch hat übrigens ein dezentes Hure in den Raum geschmissen beim Kill. Anstatt das einfach nicht zu wiederholen. Ist halt nicht so. Aber richtig. Pass auf, was? Was soll ich wiederholen? Das Hure? Hast du viele Minions. Kasadin ist Miss. Ey, weg hier. Ja, es ist ein Kasadin, ne? Das bringt uns halt gerade übel viel, weil wir eigentlich das nicht reingepusht werden sollten. Das ist so, als ob wir die im letzten Game Level 1 gekillt hätten, ungefähr. Kasadin hat Botzeit gewardet. Bis 4-10 oder so. Ich hab ein Pinkwort für Botlane, falls du kommen möchtest. Wir können zusammen Blue invaden, Kutscher. Die hat da auf jeden Fall irgendwo gewardet. Ich würde noch kurz meine Level 3 irgendwie abwarten. So. Ich brauch nur eine Wave oder so eine halbe. Oder soll ich direkt mitkommen? Kasadin ist Half-Life. Oh, die hat schon Dings gemacht. Actually. Also ich da glaub, wurde irgendwo gewardet im River. Ich glaube, die ist Topside jetzt. Willst du mit deinem probieren? Stacking Wave haben, so. Willst du mit deinem Mitte versuchen, ja. Ich hab ne Wall halt, ne? Let's go. Flash raus. Ich komm da drauf. Ich hab halt nichts mehr, ne? Nice. Ich hab kein Mana für irgendwas. Good job, guys, good job. Hat die geflasht, der Kasadin? Ich flash. Ja, der hat geflasht. Sollen wir da hinterher? Ja, nee, ja. Nein. Ja, der hat noch. Ja, Kasadin ist geflasht. Können wir fighten? Wir just Mitte, wir können fighten, oder? Ah, nein, wir sollten noch auf den Ignite warten, oder? Kasadin TP. Stimmt schon. Also gibt keinen Grund, da jetzt einfach random zu fighten. Ja, ich hab halt eine gute Items Advantage. Aber genau das ist halt das Ding. Ignite cancelt das halt ungefähr. Ja, okay. Lass mal kurz warten. Wie viel Kunden hast du noch? 90 ungefähr, ne? Oder so? Sekunden. Bald grad 70. Okay. Ich kann eh runterkommen, theoretisch. Okay, warte. Ah, scheiße, egal, ihr werdet kein Wort haben, glaube ich. Kasadin hat jetzt keinen Flash, ne? Wir können den auch nochmal holen. Jo. Und ehrlich gesagt sollten wir das auch, weil das ist ziemlich safe. Können wir auf Flash? Ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Das war sick. Wir haben aber Sams noch ab, ne? Raus. Ist fein. Heal ist raus. Boah, ich hab grad richtig. Alter, what the fuck, war das denn? Das ist echt bad von mir grad. Cocoon von ich komm dir, instant Mann. Mitte nochmal. Ich komm instant Mitte. Kannst du kurz safe gehen, Sola? Ja. Ist einfach, Tim hat gerade durch 10 Minions durch den Stun getroffen und ich hab ne Bombe auf den Minion gemacht. Warte kurz, ja. Der weiß, was abgeht, Sola. Guck mal, wo der steht. Nee. Der weiß gar nichts. Okay. Oh. Fickt euch, Alter. Ja, also, die sind von dem Kokon überrascht. Ich walle, ne? Ich walle. Nur da bitte checkt, da läuft ihr da rum raus. Weißt du, wollen wir alle Fragezeichen spammen, so richtig autistisch? Ja, das verstehen die nur zwei von denen. Okay, also was jetzt passieren wird, ich walle den Bereich ab. Und dann läuft der nach da und dann treffe ich meinen Stun und dann. Der hat keinen Flash, richtig. Der hat keinen Flash. Okay, dann muss ich 100%. Irgendwie nur in. Ich kann drauf flashen, theoretisch. Nee, ich wall den erstmal. Wir müssen nicht erstmal nicht flashen. Ja, klar. Erstmal also nicht flashen. Im Notfall meine ich. Flash aber die haben halt jetzt safe darüber geredet, dass ihr Mitte seid, so, ne? Also, so wie es aussieht, komme ich nicht in Wallbench. Denn Millimeter hier hinsteppt, bin ich in seiner Fresse. Ich kann auch flashen. Also, guck mal. Wenn der wird bis hier laufen. Alter, der muss auf jeden Fall sterben. Ihr habt beide Flashes im Notfall. Das ist mir scheißegal. Also sagen wir mal so. Also nee, warte mal. Wenn du deinen Flashbot benutzt, bist du eigentlich nicht wirklich weniger safe, oder? Lieber Tim. Okay, also wir probieren die Wall. Wenn die Wall nicht klappt, flash Tim. Und ich warte. Ich kann auf Tim halt drauf flashen. Quatsch. Drauf E, wenn er flasht. Ja, deswegen. Deswegen, du musst nicht flashen. Vergiss ja. Dich nicht. Wenn die nicht stirbt! Leute, dann jetzt. 10 Minuten! Der wird halt instant backmoven, so. Instant. Ja, aber ich bin. Also, meine Wall geht bis hier. Das heißt, wenn der ein bisschen. Wenn wir der haben das nicht zu ach, den Minion geht. Ja, Tim ist ja, halt. Ja, stimmt. Da geh ich dann. Die Wall, das wäre schön. Aber ich glaube, er geht nach oben links quasi. Und da muss mein Q sitzen, sonst kommt der da auch mit Flash nicht ran. Ei, ich sag es euch, Jungs. Also wirklich, ja. Also die werden wahrscheinlich inzwischen auf jeden Fall gecallt haben, dass Kutscher Minions zu farmen? Der Kasadin gerade? Nee, der weiß, was Sache ist. Guck mal hier, Kutscher. Da ist die Mini-Wave ist hier. Ja, okay, der läuft also auf das Deck. Ich steh schon auf Melee-Rage von ihm, also. Wenn ich vor LoL wäre so ein.
Dann hab ich den. Weißt du, das Schlimme ist bei solchen Sachen, wo man es ewig lang plant, wird vielleicht die übelste Clown-Fiesta. Ja! Drei Flashes, ey, wir flashen alles zurück und er läuft einfach weg. Und es sieht schon an, kommt und wir sterben. Okay, okay, okay. Ready. Wer unpause? Keiner von uns drei. Ich unpause. Nee, du hast keine Zeit dafür. Ich unpause. Okay. Unlucky? Okay, ich bin sowas von ready, Alter. Alter, das kann so peinlich enden. Ja, ich konnte. Bei mir steht Sending Pause Request. Okay, zwei. Okay, was hat er vor, der Kasadin? Okay. Die Boy sitzt. Jetzt seid ihr dran, Jungs. Ne, ich mach. Komm. Jetzt wird's easy für. Eieiei. Ja, egal, hab da. Okay, wir machen. Ohne Flash, Gianni. Ich hab die Wave, Mann. Ich werde jetzt halt weggesaugt, sonst müsst ihr instant wieder kommen. Ja, ich muss den Piki noch clearen. Ist okay, ich verliere halt nur ein paar CS. Ist jetzt ja, nicht so passen. Schlimm. Der hat sonst übrigens die Tempo. Ich mach noch Grom, danach Base. Wenn du Bot bist, können wir den Trash halt all in. Okay, ich bin da. 8 Sekunden auf die Knight. Die haben TP-Advantage. TP aber wir wissen nicht, wo Cito ist. Leute, TP-Advantage. Ich hab echt viel CS verloren gerade. TP-Advantage. Nicht vergessen. Ich geh noch hier warden. Oder wer pustet? Pass auf, Sola. Ich wahrscheinlich. Bin ein bisschen nervös. Kommst du raus? Ja, komm zu mir ein bisschen. Oh, okay, TP hier. Oh, ich konnte nicht mit euch schon jetzt. Egal, passt. Ist fein. Wir wissen nicht, wo Sejuani ist. Nicht Overstainboard. Ich geh kurz warten, ich hab noch Flash im Notfall. Okay, Midlane nochmal? Yes, I guess. Sollten wir weitercampen. Glaube ich jetzt sogar auf den Trash irgendwie reingehen. Sollen wir versuchen, bevor der nochmal 6 hittet. Ich hätte sie callen sollen. Wobei nach der Wave wird der 6. Wird aber auch geguckt, ja, okay, dann also denke ich. Wobei, denn? 250 Gold Zweierboost. Es ist ein Infernal, ich könnte ihn vielleicht auch soloen. Ich hab halt jetzt eine komplette Wave frei. Ich könnte die Zeit halt investen, weil ich noch TP hab. Auf die Fehler aufpassen. Botlane vielleicht? Ja. Botlane ist eine Möglichkeit. Ja, ich pack den lieber beim Lasten. Die Wave freest halt ein bisschen gerade. Johnny Top. Ich würde kannst du Botlane roll? Nee. Die Pien. Wir können die diven mit dir. Ja, okay. Trash ist super low und die haben keinen hier, ja. Warten wir noch auf die nächste Wave? Kannst du. TP hier, TP hier. Ja, ich muss halt von Kasadin weg. Ich komme, könnt ihr reinpushen jetzt? Versuchen wir, ja. Ich tank das. Ich tank noch rein. Xayah. Pass auf. Muss ich flashen? Nice! Oh, das war nicht mal ein bisschen Gott, knapp, Alter. Hier, Jungs. Oh, Leute. Kommt dran. Warte noch. Easy. Okay, schön. Was haben die benutzt? Xayah hat geflasht, ne? Xayah hat geflasht, ja. Ich hab bald Ult, dann können wir die so easy ficken mit meinem Flash. Jojo, machen wir. Ich hol mir jetzt auch Mobi-Boots, also ich könnte theoretisch nochmal Midlane ganken. Jetzt ist er Level 6. Jetzt ist die Party eigentlich vorbei auf der Midlane. Ja, aber ich bin Rakan. Gut. Nee, ich würde Botlane Ult forcen. Ja, wir können mit dem nächsten Botlane-Kill einen Turret holen. Jetzt aufpassen, dass ich keine Minion habe auf der Midlane zu usern. Der Gefreeze-Bot? Nee, der hat sogar. Oh boy. Ich glaube, das ist locker für uns. Ich werde nochmal basen. Okay. Boah, ich hab grad ich war 16 HP, als ich in der Mini-Wave stand und Caster mir dachte, ich fokus den mal. Ich hätte auch irgendwie 10 HP oder so. Ich hab danach die Midwave rausgepusht, das war. Ich pink den Treiber. Ich hab den Treiber am Drachen. Ist an der Krabbe, oder? Billy, macht die das? Also, oder? Nee, die sind daneben. Ah, geht trotzdem mal gucken, oder? Ich ignoriere Blue erstmal. Hier Krabbe gemacht. Wollt auf mich? Hier, Sejo kann von Drake mit rüberkommen. Können wir den Pinkbot deffen? Nee, der kann doch. Nee, wir wissen nicht, wo Sejo ist. Ah, die Johnny ist da, ne? Wo denn? Dann bist du 6, du bist gleich 6, oder? Nee, ich brauch noch gesehen. Ist die Sejo hier drin, oder was? Die ist da irgendwo, auf jeden Fall. Weil ich bin ja auf jeden Fall gleich 6. Oh, die ist hier! Ich komm. Ich komm auch, aber ich brauch noch ein bisschen. Roloff, play safe, ne? Ja. Hat die Sejo Flash? Ja, sollte. Botlane move. Trash move jetzt. Okay, kannst du da raus? Ich muss die Bitwave annehmen. Okay, ich geh wieder runter. Wir gewinnen 2v2-Bot, glaube ich schon. Ich habe in 40 Heal, wie viel hast du Ignite? 40. Ja, dann sollten wir reingehen, denke ich. Die sind halt vor mir ein bisschen Level 6, ne? Die sind am Blue hier irgendwo, können wir das invaden, John? Ja, dann müssen wir... Ich brauch halt raus. Ja, das hier gerade benutzt, sie ist am Blue. Ja, kannst ich hab halt die, kann halt die Wave nicht durchpushen und fighten. Also, weil das zu viel Mana kostet. Die sind immer noch hier around, ne? Okay, wir müssen also wenn die hier hinkommen, können wir die halt holen, so, aber... Lass meine Ult abwarten, Sola. 20 ja. Sekunden nochmal Ignite. Aber nicht sterben, bis ich 6 bin. Ich geh mein Red machen, danach kann ich Botlane auch über Lane kommen. Hier ist gewardet. Sejo kommt. Sejo River. Der jetzt einfach chillen, ich brauch noch so 3-4 Minions für Level 6. Wollt hier rein. Die ist schon 6, ne? Ja, die ist 6. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Pinkward, oder? Dieses rote Shit? Nee, das nicht. Bei mir ist hier dieses, als ob der ein Lord disabled. Ja, also lass einfach ganz weit hinten stehen. Bin mir nicht sicher. Die haben gerade selber gekillt, Sejo will 100 Prozent. Noch ein Minion, ja, ich bin Level 6 jetzt. Wir können das 3 gegen 3 gewinnen. Glaube ich auch. Ich hab TP in 10 Sekunden. Ich könnte halt eh Flash auf Xayah machen.
Wollen wir? Wollt ihr es machen oder wollen wir es lieber chillen? Ja, doch, forcen. Wollen wir machen. Wenn also die jetzt hier stehen, ein bisschen weg. Näher. Wenn die gleich ich glaube, die ahnen das, die ahnen das, die ahnen das. Okay. Sie spielt zu safe, sie spielt zu safe. Ja. Ich geh mal gucken, ob Stageo hier ist. Zwei Pinkwards hier oben drin. Lass die Lane pushen und immerhin die Pinkwards clearen, dann hat sie wenigstens irgendwas gemacht hier. Nee, nee, ich back. Ich back auf jeden Fall. Ich meine mit deiner Pressure. Ja, aber die Stageo könnte halt darüber dingsen, ne? Ja, ja, ihr sollt jetzt aufpassen. Ja, das überlebe ich. Oh. Ja, yeah, that's fine. Also, Stageo mit uns. Wie ist die P? Wir moven, wir moven, wir moven. Ich glaub, das kommt, da kommst du raus. Ich hab noch Flash. Gleich da, gleich da, gleich da. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Überzahl, 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 Überzahl. Stageo, Stageo, Stageo. Nice, good job. Nice, Leute. Das ist ein Horn. Warte, warte, warte. Ihr könnt auch chasen. Da kommt jetzt erst Xayah von hier. Ah, ich kann nicht in Rage. Ich hab da jetzt dann drei. Chasen wir doch. Nice. Weiter, 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 weiter. Pass auf die Federn auf, pass auf die Federn auf. Ja, lass raus, lass raus, lass raus. Braucht ihr mich dafür oder kann ich auspushen? Nee, pushen. Nice. Sehr schön, Leute. TP Mitte. Die wollen contesten, die wollen contesten oder was? Ich komme halt aus der Base, aber ich brauche halt noch. Kassadin ist auch frisch da. Wir engagieren auf die gleich. Du hast Smite, ne? Hast du Smite? Go, go, go. Ich hab Smite. Drake, finish. Wir haben Drake. Drake hab ich. Karl, fresh, fresh, fresh. Kassadin, ich brauche Hilfe, Leute. Ich bin immer noch im Pit. Komm hier. Ultin, Ultin. Okay, Kassadin. Kassadin haben wir. Nice. Nice. Einfach raus, 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 raus. Sehr schön, das war super huge. Wo ist Xayah? Die war fast tot. Okay, nice. Dann pushen wir jetzt aus. Ich hab noch BF, das ist richtig geil. Schön, aber wir können die Lane noch weiter pushen hier. Aber wobei, ja, Stageo kommt runter. Ich freeze mit Lane. Ich freeze mit Lane. Ich mach das nicht allein. Ich hab jetzt mein Zeitstone. Ich hab 40 Sekunden wieder Ult, dann geht wieder irgendwas. Nice one. Solo hast du Ult ab? Also nur weil bei mir alles. Ich wollte nur wissen, ob Tristana auch bug ist. Nee, ich bin leider nicht ganz in Range gekommen für den Ornn. Jo, ich wollte ihn nicht saven. Ja, ich kenn das Feeling so. Ich dachte, das wäre nur so wie bei Syndra. War kein Low-Key-Flame. Nee, oh, ist das Buggy bei Tristana? Ist die Welt einfach noch ab, Zola? Okay, Leute. Was machen wir als nächstes? Ich würde weiter um Botlane. Ich hab mit Dan immer noch gefreest, ne? Also, kannst du die Cap free move? Wir sind Bot total fein, aber ich glaube, dass wir halt mit der Gold Advantage einen Turret forcen können. Also, Kassadin kann überall sein, weil ich freeze den. Ah, okay, jetzt ist er Mitte. Wir haben gerade hier gesweept. Pass auf, das steht schon nicht in der Nähe, ist, ne? Ja, die machen gerade Top-Lane-Play, wir spielen einfach safe. Bin goldet. Oh, nice. Der Schiff, pass auf. Haha. Nice. Oh, gegen den darfst du einfach nie dodgen, Sola, der macht immer Prediction. Ja, mach aus, Seju kann unten sein, ne? Aufpassen. Ja, ja, also die sind gerade relativ blind reingegangen. Ich würde fast sagen, dass Seju unten ist. Ich glaube, pass aber auch mit auf. Cassidy droppt auch. Cassidy moved. Nee, 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 wir fighten hier nur um Pinkward. Also Kutscher, wenn die Sums, wenn wir alles haben, dann müssten wir, wenn ich gehookt werde, wollte gerade sagen, wenn ich gehookt werde und du Xayah CCst, gewinnen wir doch, oder? Total, ja. Ah. Ich werde einfach super safe stehen, solange ich nicht weiß, wo Seju ist. Ja, mach das. Ich hab Blue Buff, ich hab Seju top. Wir können da theoretisch jetzt nur rein. Aber wir haben keine Sums, ich weiß nicht, ob die Sums haben. Ein unnötiges Risiko, meiner Meinung nach. Okay, dann lass uns safe spielen, wir sind ahead, das fuck. Ich hab 50 Sekunden meine Ignite. Da können wir auf jeden Fall rein. Oh fuck, 40 hier noch. Ich hätte auch ein Pinkboard, falls ich 10 Runden gelten möchte. Ja, ich kann jetzt kommen wieder. Ja, als nächstes wäre halt Bot, wenn wir noch einen Kill holen, kriegen wir Turret auf jeden Fall. Und dann können wir Mitte rotieren und Kassadin auch reinpushen. Oh, perfekt. Und lass jetzt hier hart, ich push hart. Oh, well played, Johnny. Mal gucken, ob wir hier diven können, falls sie hier ist. Sie Johnny vielleicht von hier. Die ist nicht da, die wird nicht da sein. Die wird recalled haben. Okay, ich muss mit deinem Base. Okay, ist hier. Aber wollen wir es probieren? Bei der Wave. Nice. Nee. Ich würde nur pushen. Ja, mach. Ich hab in 55. Ich hab TP an, okay. Pass hier ein bisschen auf. Aber brauchst nicht TP'n. Nicht TP'n. Nee, ich weiß, aber ich. Turret hat HP, HP Bot. Falls er da Play macht. Ornn ist irgendwo hier. Ornn ist hier mit Sejuani. Wir haben leider keine Pings gerade, Bot, für. Ich hab Ping. Okay. Ornn Mitte. Boah, den Ornn würde ich richtig wegböllern. 4 Sekunden hab ich ignoriert. Der ist raus. Das ist für euch. Okay, Mitte ist jetzt Ornn Miss und Kassadin ist Base. 3 Sekunden. Push Ornn weiter. Hier. Push weiter, top. Alter, was macht der? Mach das. Ich hab Ignite ab, also 2 gegen 2. Ich hab jetzt auch hier, ich verliere nicht. Ja. Da ist die Kassadin gegen mich schicken oder so, aber. Ich wusste nicht warum. Also, der wenn hat gute Pressure gegen mich. Die Kassadin gegen mich schicken, können wir den Ornn auch wieder diven, Alter. Der ist so squishy. Den Damage gemacht oben, ja. Und top. Ich gehe Mitte Fix Base. Ich glaube, Seju wird 100%ig Bot Zeit sein. Ja, wir müssen auch aufpassen, Johnny ist nicht da und Kassa kann moven. Johnny hat TP, oh, ich auch, wir haben Double TP. Jojo.
Aber wir kriegen halt immer wieder ein bisschen Damage auf den Tür, das ist fein. Die wollen jetzt gerade, sieht aus, ob die Base gehen. Ja, die Base geht in den Tower. Ne? Kann Bait sein. Nee, ist Base, okay, wir haben natürlich safe. Okay, dann wollen Harrod die einfach. Oh, die haben Harrod. Ja, vielleicht top rotieren jetzt direkt oder sowas. Nee, Mitte ja. einfach. Ja, wir können einfach den Kassadin reinpushen. Hier ist ein Kassadin, hier ist ein Kassadin. Kannst du kollapsen? Dijon, Junge, hier vielleicht. Mit außenrum, mit Kutscher und so. Ich hab halt mega viel Gold gerade. Wo ist denn der? Ja, mega viel Gold auf dem AD Carry, also passt auf. Ja, wir sind nicht so viel Forcen. Ja, lass resetten, lass resetten. Ich hab 1,7k. Im Infinity Edge ready. Honest Mist gerade. Dann würde ich sagen, swappen wir Mitte einfach. Das Problem ist halt nur, dass Johnny nicht so gut auf einer Seite, oder ich weiß nicht, hey, wie es aussieht, aber... Geht, bleib bottom, bleib bottom. Wir haben immer noch Shaker 2v2 oder so, oder wir gewinnen easy. Ja. Ich hab Flash jetzt auch ab. Tier 2 pressuren, wenn er wollt. Ihr könnt jetzt super hart forcen. Ich meine halt nur, Kassadin ist halt so ein bisschen anfällig, aber... Ja, das können wir auf jeden Fall danach probieren, aber... Digital Bluegrad? Der Kassadin wird gleich zum Bluegrad gehen, ne? Ja. Thrash. Botlane ist gerade Bay. Thrash ist am Roam. Xayah ist auf jeden Fall Base. Ich bin auch super weit weg. Ich kann noch nicht Roam, ja. Ihr seid Unterzahl. Also, die wird jetzt Bot-Zeit clear und dann wahrscheinlich hochlaufen, die Sage, oder? Ich brauche auf jeden Fall den nächsten Blue-Buff, Unlucky. Kann ich alle Camps machen, Unlucky? Ja, kannst du machen, ich bin eh gerade Bot. Sejuani ist immer noch hier. Können wir da invaden, somehow? Ah, ich geh kurz wieder Base, ich muss die ganze Zeit die Power. Sage ist halt recht tanky. Spikes nehmen, sonst kannst du die Metal ist stärker. Aber hier, okay. Johnny ist halt noch voll weit weg, ne? Jo. Ich kann darauf flashen. Ich hab TP halt im Zweifel. Let's go. Ja, ich geh rein. Hast du die moved? Redet ein bisschen, damit ich was weiß. Das haben wir. Okay, ich TP nur, falls Kassadin jetzt... Ja, wir pressuren T2, wir pressuren T2. Ja, ich werde nur reaktiv TPen. Born gerade miss. 38 Sekunden Rache. Hast du dir einen Bock auf meinen Arsch hier? Ja, muss Kassadin auch immer noch miss. Die hat noch geflasht gerade, Xayah, ne? Ja, ja. Okay, ich kann halt von der Midlane nicht runter. Ich komm jetzt zu euch, Kassadin ist miss. Ich kann TPen, Stellenward. Ich hab keinen Ward. Kommst du auch? Torture. Ziehen wir durch? Oh, shit, Alter. Ziehen wir durch? Sie Johnny. Geh für ein Ohren. Mann, für Schaden. Hast du den? Hier ist noch ein Kassadin und Sejun hinter mir, ne? Ja, ja. Kassadin ist hinter mir. Raus. Mitte. Rotiert Mitte. Okay. Wir gehen hinter Sola. Ich komm zu Sola. Zwei. Und fein. Wenn die springen, können wir sie töten. Sehr schön. Nice. Sehr, sehr schön gespielt. Mitte. Ja. Ich hab Ward. Okay, ich hab nicht genug Mana für den Teamfight, ne? Just saying. Xayah ist noch unten. Ansonsten geht einfach Drake. Okay, ich seh schon keinen Dash. Wie gesagt, ich hab kaum Mana, ne? Ich kann die... Pass. Ja, ich mach halt nur keinen Schaden. Geht einfach Drake. Nee, wir können auch... Okay. Nicht... Xayah kommt jetzt lieber oder so. Pass auf. Ich glaub, Drake ist schon too much, oder? Ja. Ja, das ist zu viel, wir sollten resetten. Ich glaube, ich muss stehen bleiben mit dem Mana. Wenn die nicht kommen, kann ich den Drake auch sonst nur solo machen. Oh, Kevin ist... Nö, alles gut, der hat keinen Mana. Alter, wie viel Movement Speed kriegst du denn? Luke. Pass auf, die können Herald jetzt setzen, die bitte. Ich habe nicht genug Mana, um das noch zu deffen. Der Thrash hier? Wenn jetzt einer von euch stirbt, verlieren wir auf jeden Fall T1 oder... Oh, das sind zu viele. Ja, wenn... Sie ist running get base. Pass auf. Alter, Reed. Also, wenn du hierhin kommst, kann ich wallen. TP auch. Ich glaube, du hast rausgehen sollen, Kutscher. Alter, Ort, Ulti-Cooldown ist so dumm. Ich unterschätze das immer. Die werden Drake nehmen, vielleicht kriegen wir oben was. Die werden versuchen, Sola zu bleiben, oder? Oh ja, Sola, kannst du raus? Ne, sind nur zwei. Die gehen ist noch gar nicht am Drake. Ja, die halten gerade mega viel Tempo geused, aber wahrscheinlich hat Seju den. Ja, Seju hat den Held, deswegen konnten die den nicht mehr. Ja, wir verlieren auch schon, Drake ist nicht so tragisch. Herald Bot. Okay. Wie machen wir das? Ich kann Midlane Wave rauspushen und dann Botlane kommen. Ich laufe jetzt einmal zu Sola. Kassadin muss auch laufen. Du musst ja. Botlane, Tim. Die haben Herald gesetzt. Ich würde einfach Mitte pushen. Ja, nee, wir können die doch fighten im Zweifel. Also mit dir sind wir halt stärker. Du hast jetzt 6 Kills. So. Wenn du pushen gehst, verlieren wir halt alles. Kassa wieder Mitte? Die sind nur zu zweit Bot, das ist fein. Ja, okay. Dann lass einfach gucken, Kassa ja Raptor. Weiß halt nicht, wo Seju gerade ist. Die war eben Bot den Herald usen. Keine Ahnung. Aber die lassen ihn auch alleine, ey. Ja, ich glaube, das war. Mitte jetzt auch auf dem Play. Jo, true. Das Ding ist halt, jetzt aktuell macht sich halt mein Goldvorteil noch nicht so bemerkbar, weil ich halt dem Tanks kein Damage mache. Also ja, wir sind jetzt nicht so, wir sind nicht so schlecht damit beraten. Wollte gerade sagen, das Spiel jetzt nicht unnötig schnell machen. Kannst du mir gleich den Blue Buff preparen, Kevin? Jo. Achso, Kevin. Ja. Na, der ist ja eh da hoch. Lass mir mal den Ward, dann habe ich meinen Static. Komm.
Wir waren Pinkbot. Okay. Aber da würde ich. Wir haben 20 Sekunden Ult. Deren Red Buff ist ab. Den, danke. Also Sejani wird top gehen. Sollen wir als Botlane weiter um Runden spielen oder? Nee, ich glaube, die Lane versuchen. Ich würde halt auch Mitte versuchen. Was machst du hier, Gucci? Mitte pushen. Okay. Dann sollen wir jetzt weiter Bot bleiben. Ich denke, ja, aber die, also die Botlane ist halt so, dass ich jetzt mit euch Mitte bleiben muss. Also die Bounce halt nicht. Na, der Wave ist halt nicht so geil. Hier, ich komme. Lass hier für Thrash. Orna Ulti. Orna Ulti. Okay, Flash das. Ich bin trotzdem tot. Wo bist du das denn hingeflasht? Ich hab den Flash gar nicht gesehen, ist egal. Hey, ich hab den Thrash Play geflasht. Okay. Ja, den nächsten Turret können wir treffen. Ja, ist halt, wenn die mit Ornn groupen, können die halt einfach den Knaller ziehen und die haben halt CC auf Ornn. Also ich auf dachte einfach, dass wir Überzahl haben, aber wir hatten die UZZ, das war von my bad. Da war grad Red Buff. Also müssen wir auf jeden Fall, wenn wir nicht wissen, wo Ornn ist und die gefallen ist und Gate ist bestimmt, müssen wir halt so hart aufpassen. Ja, die hat Sieges gebaut, die Seju. Ja, die steht da ein bisschen drauf auf das Item. Ich meine, du müsstest doch den Seju könnte top moven, die können alle top moven. Du gewinnst doch den Split-Push ziemlich hart, oder? Boah. Weiß nicht, schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Engage halt immer. Ja, aber. Ja. Okay, ich komme jetzt wieder Mitte. Solange ich nicht derjenige bin, der dumm positioniert ist, kann ich viel Scheiße auch noch. Kann hier vielleicht einen Dings treffen, einen Kokon. Ich bin ja echt ahead. Ich kann, also, ich kann auch drauf flashen mit Ult. Ohne Spot gerade. Aber dann macht Xayah einfach wieder Ult, oder? Ich meine, das ist halt. Ja, wenn ich aufs Fog of War komme, kann sie doch nicht drauf reagieren. Ja, das stimmt. Ich kann hier den Thrash gleich wollen. Wenn ihr. Aber wir halt mir so ein bisschen entgegenkommen, wir brauchen halt Vision irgendwie. Wir haben Zero halt, Vision. Ich hab's halt, weil ohne Wards brauchen wir nicht versuchen, was zu machen. Weil die können halt von jeder Seite. Ja, dann lass mich resetten, dann lass mich resetten. Okay. Und Wards zusammen im Jungle und dann können wir gucken, ob wir zu fünft irgendwie was fighten können. What the fuck? Da seid. Ja, wir hätten nicht zum T2 gestorben gehen müssen, wo wir eh resetten wollten. Ich hab halt meinen Sprung, weißt du, ich kann halt einen oder sagen, oh schade. Ich hab halt nicht zu viel von Ornn gecatcht. Oder war das keine Ult? Das war Seju. Ja, ja. Das war Seju und Ornn Ult, aber ja. Jani moved hier Krabbel, können wir die killen. Ja, wir müssen halt wirklich einfach das konsequent, wenn wir gerade nicht über die unterwegs. Oh, schön. Ulti? Können wir nicht. Ohne Spot. Weisen? Ja, ohne Spot. Ich hab TP und ich bin in 8 ab. TP'n? Wir können disengage einfach gleich. Ich hab TP, ich TP dazu euch, ne? Ja, TP, TP. Ich bin jetzt noch nicht ab, nein, ich komm jetzt. Dann ist drauf, oder nicht? Kannst du nicht. Oh, weiter. Wir haben keinen Jungler, ne? Ich hab die gewollt. Durch, finish. Ich hab die gewollt. Nice. Wollen wir dann noch weiter oder? Für Mitte pusht. Mitte vielleicht noch? Mitte ist immer noch tot. Ja, eben. Mitte, ne? Ja, ich push da top. Ich hab ihn auch. Ne, du hast. Nice. Kill Thresh. Nice. Good job. Einer von uns beiden kills nicht. Nice. Einer von uns beiden. Okay, push die. Wenn der irgendwer misssteppt, kann ich auch flashen, ne? Lass mich ja einfach die Xayah mal wallen. Vielleicht musst du dann schon flashen. Wir haben auch top push, ne? Jetzt einfach klug spielen, ne? Weiter spielen. Einfach klug spielen. Wir haben übel Pressure gerade. Ich werde den Kassadin ziehen. Und hat wieder Ult, genau, das wollte ich gerade sagen. Ach man, das ist doch. Der steht hinter mir her. Ja, wenn Solo noch rauskommt, ist. Ja, ich bin raus. Ist okay, dann haben wir wenigstens den Buff noch. Wir haben noch auf Anaki den Buff. War jetzt nur 2 Kills, aber trotzdem. Naja. Egal, passt. Haben wir Top Turret gekriegt? Oder war der schon down? Ey, ich hab ihn. Das ist halt okay. Ich glaube, da hätten. Ja, das ist halt die Frage, wie machen wir das dann so? Ich glaube, wir hätten dann einfach sagen müssen. Wir stehen ein bisschen zu weit zusammen auch. Ja, das stimmt. Kutsch, Dings und ich stand halt mega zusammen. Aber das Problem ist halt auch, dass wenn die hart engagen, ich die Frontline noch nicht bursten kann. Also 0%. Wir können halt einfach rein ohne Konsequenzen die engagieren. Ja, unsere Frontline ist halt auf jeden Fall QSS. Also, actually, ich bin strong. Ja, ich brauche erst Last Whisper noch und mehr Crit auch. Ja, nee, das ist halt nur die Frage. Wenn jetzt zum Beispiel in der Situation, wir sind zu viert Mitte und er pusht Toplane, dann sollten wir wahrscheinlich Mitte wirklich super safe stehen, bis der Toplane halt so viel Pressure hat, dass jemand da hingehen muss. Und wenn da niemand hingeht, sondern die Engage suchen, dann kriegen wir halt einen Turret. Und wenn jemand hingeht. Ja, wir waren halt vor Kevin am Tower, das war dumm. Genau das meine ich, genau. Das war jetzt quasi das, was ich sagen wollte, zusammengefasst. Red ist jetzt ab, ne? Blue und 15, ich würde den auch gerade holen. Jo. Boah. Ich habe jetzt auch Penetration, also ich meine jetzt auf jeden Fall mehr Damage.
Lass uns am besten jetzt wieder drüber reden, wer gerade auf der Lane vor uns ist. Ja, Ornn ist wieder Ult, die passt auf jeden Fall auf. Die werden halt wieder versuchen, einfach zu engagen. Ja. Jo. Drei Mitte. Muss ja mal gucken, dass ich ein bisschen an Farm dran. Nicht vergessen, ne? Wenn der das Ding hat und dann einfach CC't wird, dann kann er das nicht bouncen. Ja, er macht das noch weit. Schwierig, den Jungen zu CC'en. Der Junge ist irgendwie Baseball-Gott. Denk dran, das könnte wieder runter sein, ne? Pass auf. Die haben der Chance. Wir machen Drake wahrscheinlich. Lasst erst Kevin erst top-pressuren. Oh ja, sie kann nicht. Aber ich kann auch nicht. Hast du ein Blue-Trinket für Drake? Ja. Der Drake ist scheißegal. Ja, aber wir wollen ja wissen, ob die da sind oder uns catchen. Wir können auch top rotieren fast. Actually. Go top, enemy jungle. Durch enemy jungle, top in. Nimm Dings mit. Wir sind jetzt am Recon gewesen. Drake gemacht, so. Get in it. Und zur Not fighten wir. Ich glaube, jetzt können wir fighten. Hier. Okay, Trash ist out of position. Pass auf die Ornn drauf. Ich hab ihn CC'd. Nice. Oh, zu früh. Ich ulti Sejuani. Sejuani, ich hab ihn jetzt geholt. Holy shit. Bin überhaupt nicht reingekommen gerade. Ich hab immer noch gut, wir haben immer noch Damage. Ja, unten. Ah, du wolltest. Ich wurde halt weggesaunt die ganze Zeit. Ich hab noch Hack. Nice. Du wurdest nicht weggesaunt, ich stand vor dir. Nein, am Anfang wurde ich weggesaunt. Ja, aber. Egal. Aber welchen Weg bist du denn gegangen? Ist doch scheißegal, Alter. Die Aussage hilft dir doch weder vorne noch nach. Es war my bad, aber ich wurde, weil ich schlecht gespielt habe, wurde ich weggesaunt quasi. Nee, die Frage ist, ob Thrash, weil der sich da gehookt hat, während wir weggelaufen sind, weil dann hätten wir auf Thrash turnen müssen. Nee, ich hab alles gedodged, aber ich bin dann halt so weit hinter euch gewesen. Du wurdest einfach nur distracted. Also, im Endeffekt, ja. Ich hab halt ich bin halt hier lang gelaufen. Und dann war Thrash halt hier und ich musste den Hook dodgen und dann wurde schon irgendwas gestoßen. Ja, aber das wäre halt, das war my bad. Den Fight hätten wir auch Haushoch gewonnen, wenn ich dabei gewesen wäre. Ich hab wirklich fast gar keinen Damage durchgekriegt. Ich war dort auch direkt one-shotted so vom Hook, von daher passt. Also als die Trundle kam, konnte ich halt kaum Damage machen, sonst wäre die Siege instant gedroppt. Ich bin wirklich, wirklich gut im Game. Kannst du jetzt... Achso, du hast... Oh, du holst gar keine Executioners, ne? Oh, das sollte... Nee. Warum sollten wir eine Executioners machen? Ja, ja. Da brauchen wir auch gar nicht gegen die. Ja, passt. Auf jeden Fall leben. Ich hab den Vorschlag, wir versuchen. Wir haben noch 25 Gold in der Base. Wir können auch theoretisch Botlane spielen, ne? Und mir noch mehr Lane geben, weil ich kann ihn ignorieren und einfach die Inhibs holen und sowas. Ich bin auch Base, ne? Ich bin auch Base. Wir brauchen auch Sonjas auf Ja, aber ich brauch euch beide. So, ich bin jetzt so fucking strong. Also tausendmal stärker als die Xayah. Die hat noch keine Infinity Edge, noch keine Penetration. Botlane pressuren. Ja, würde ich auch sagen, so weit wie möglich. Ja, wir müssen noch die eine Midwave Mitte holen und währenddessen nicht von Ornn engaged werden. Ich glaube, wir werden zu hart. Zeig dich mal bitte Botlane nicht, bis wir die Wave genommen haben, weil sonst werden wir... Ich glaube, wir werden zu hart engaged, wenn wir splitten, to be honest. Ja, aber wir bleiben einfach so weit weg, dass Kevin halt, wenn die uns engagen, kriegt Kevin immer irgendwas. Ach so, okay. Was worth ist. Wie eben, wir waren so weit hinten, dass der schon... Ja, jetzt ist das Botlane. Okay, passt. Weil ich kann den Typen ignorieren und einfach Nash machen, also einfach Inhib machen. Haben wir hier gespielt oder... Ich muss halt alle sehen erstmal, bevor ich das mache. Ja, ich muss immer noch upgraden, Alter, ich bin dumm. Außerhalb von Ornn kann ich auch sonst niemand facen, oder? Nee, keiner kann mich chasen. Ja, genau. Also wenn Kevin pusht und Ornn nicht da ist, chillen wir. Und wenn Ornn oder mehr Tops machen wir das. Aber Ornn ist top, Ornn ist top. Lass die Mitte. Lass er pushen, oder? Ja. Ornn top. Ich hab auch alles ab, also... Wenn wir Ornn top sehen, ist alles fein. Wir haben gute Vision-Bots, Herr Jungle. Machen die grad. Nimm Turret dann wieder passiv. Ja, chillen. Bis top pusht hat. Genau. Aber solange wir Ornn sehen, ist halt alles fein. Haben wir einen Ping? Kann halt sein, dass Kassadin zu mir kommt. Das wissen die aber 100%. Ja, irgendwas kommt zu mir. Okay, dann lass jetzt pushen, Hardpush. Ah, die Miniwave ist noch weit weg. Nee. Ich hab Flash, ich könnte da auch diven, ne? Müssen wir das machen? Ich kann gleich den Thresh einfach mal. Können wir eigentlich, oder? Ich mach die 1v2. Ja, Leute. Soll ich? Nee, wir haben oben. Der macht dir doch 1v2. Okay, dann chill. Okay. Turret. Engage. Der Thresh ist super low, ich mach dir so viel Schaden in den Fight. Holy shit. Kassadin ist gerade bei mir. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich hab kein Mana mehr. Ich hab the Wall, Wall. Ich bin zweimal geguckt worden. Ich hab irgendwie Dashel. Fuck, ich komm nicht mehr zum Dash. Jo. Ja, ich muss einfach besser in den Teamfight spielen. Ich hab Egg, ich glaub, ich sterbe für dich. Oder? Wir haben Inne. Wenn wir jetzt irgendwie wieder rauskommen, wenn wir. Ja, lauf, mein Junge. Oh. Ja, ich dachte, dass du. Aber danke für den Versuch. Ah, come on! Das war close. Nash ist halt ab, ne? Ja, Trash hat zweimal Max Range Hook auf mich getroffen, ist so bad, sorry. Jetzt auch noch Starax ab. So viel Damage in der Fall, aber der Xayah auf jeden Fall geheilt, das war so sad.
Wir gehen mal halt Nash jetzt ab, ne? Wo ist QSS? Ich hab TP. Wahrscheinlich schon, ne? Ich hab auch TP, aber... Ich glaub, die bursten das halt instant, die warten schon davor. Vielleicht kann... Oh, nein. Vielleicht kannst du über die Pflanze... Kassadin wird mich zonen. Ja, ich glaube, du bist Suicidest dann nur. Ja, mit der AP bist du ja echt einfach nur ein... Ja, ich hab jetzt QSS. Ich bräuchte irgendwie 60 Gold für Void, wo ich die herkrieg. Ach, überm Blue, ich geh da hin. Die sind ja immer noch dran so, ne? Glaubt ihr, die trappen einfach den ganzen Tag? Das kann auch sein. Die haben am Anfang versucht zu trappen und jetzt machen die den. Da lass da mal hin. Okay. Nee, jetzt ist... Hier war gewartet. Hast du hier gesweept? Nee. Ja, das ist ein Ward. Hab ich gerade. Ja, ich mach trotzdem den Blue. Ah, ich hab jetzt echt guten Damage so. Ich glaube, wir müssen nicht engagen, wir sollten zurückkiten mit Anivia und... Ja, aber so wie es gerade war es eigentlich fein so. Also den Fight haben wir ja eigentlich... Wie gesagt, wenn ich da nicht an beiden, wenn ich nicht zweimal gehookt werde, gewinnen wir das. Aber da haben halt einfach nur zwei Auto-Attacks gefehlt und wir haben den Fight. Aber ja, also. War ja auch eher backgepeed, ne? Also ich glaube, das ist halt echt so, wenn wir... Dadurch, dass die halt zwei Top schicken müssen, haben wir halt immer die Möglichkeit einfach zu siegen. Und wenn die Tastana engagen, finden wir die. Ja, okay. Ich muss trotzdem den Midlane erst rauspushen, ne? Ich hab Flash up für den hier Huren so. Wir müssen halt gucken, ne? Die wollen ja jetzt vielleicht auch engagen und dann verlieren wir. Ja, ich hab keine Lust, das zu pushen. Die haben ja immer noch den Baron, also wenn wir jetzt einfach nicht sterben, lass rausgehen und pushen. Drake ist gleich up, Drake und 10. Ist halt nur Cloud, ne? Oh. Double Cloud für die. Der hat jetzt gerade Infinity jetzt. Lass raus. Ich hab in 600 Fire Cannon. Da bin ich ein Item vor der Xayah, jetzt bin ich gerade so QSS halt vorne. Ach toll, das war der worst pink world of my life. Ich würde den Drake, glaube ich, abgeben, den Baron abwarten und Rapid Fire abwarten. Ja, okay, wir haben halt nichts gerade zu pressuren so. Und unterm Turm können sie einfach nicht go machen. Problem, push halt gerade. Okay, wir können in der Zeit können wir eine Midwave nehmen. Ach nee, wir haben nicht mal T1, nevermind. Denkt dran, trotzdem weiter Pinks zu kaufen. Ihr könnt ruhig ein, zwei mit aus der Base bringen. Ich habe leider keinen Item-Slot mehr. Nette Ausrede, aber ich wechsle auf den Trinket. Decke dein Upgrade. Ja. Habe ich die ganze Zeit vergessen, Alter. So dumm, ey. Aber genau in dem Moment kommt mir so. Decke dein Oracle Alteration. Okay. Ja, dann hol dir die. Ja, wir sehen Ohren. Du kannst machen. Ist ja Druck, wenn man kein CS failen darf, ne? 60 Gold, ne? Sad. Ich hab keinen gefällt. Ich weiß. Ist auch schwer. Ist auf Tim, ne? Bist du ja ganz alleine gerade. Kassa hat auch schon 3,5 Items. Haben wir hier? Kassa ist around gerade. Ja, wir haben halt wieder jetzt keine. Zwei sind Bot. Aber ist immer noch der Baron, der ausläuft so. Ja, eben. Die haben uns hier gesehen. Und Tristan hat gleich Rapid Fire, von daher. Ich hab jetzt Rapid. Die Base nochmal. Okay, dann sollte Tim auch. Wieso sweepen die Wicks eigentlich immer perfekt? Keine Ahnung, der Tisch macht das übel gut, Alter. Ich sag mal meinen Support. Ich bin auch Level Advantage. Ich hab auch Level Advantage. Top pusht immer noch. Du bist jetzt ruhig mit deinen Items quasi, ne? Weil dann nehme ich mal wieder. Ja, also ich hab halt noch QSS-Ausbau. Lifesteal ist noch ganz nett, aber ist nicht mehr so signifikant. Ich hab 50 Sekunden Flash. Vielleicht können wir mal was vor. Ist das denn? Brauchst du die Camps noch oder kann ich die alle nehmen oder wie ist das? Musst du mir nur sagen. Ich würde die nehmen. Okay, ich brauch sie nicht unbedingt, nur wenn sie keiner nimmt, mal nehme ich sie alle. Nein, ich nehme die. Okay, also wie spielen wir das? Schicken wir jetzt gleich, wenn der Baron weg ist, Kevin wieder in Split-Push oder? Ja, ich gehe jetzt schon runter. Hier top, hier top. Top. Wollen wir alle Bot gehen? Mitte, oder? Nein, nicht alle, brauchen nicht alle. Ich mach das selber solo fast. Sicher? Ja. Ich glaube, wir können das einfach pushen. Oh, oder? Ja, komm, ich will das Gold, das Gold. Ja, okay, dann. Wir rennen die runter. Flash geht schon weg. Die recallt schon. Kannst du abgebrochen? Ja, aber wenn wir 5 Flash gehen. 2 recallen. Ich hol die Mitte Wave. Okay, die haben jetzt Flash weg. Okay, raus. Wir können Mitte jetzt. Wurde hier trappen oder so? Mal trappen? Wieder Blut. Wir haben halt keinen Midlaner gerade. Ich bin da. So, das heißt. Ja, gerade nicht da. Hier? Oh. So, pass auf. Wir wollen jetzt engage. Ich hab nur Wall. Nicht in so einem Jungle fighten. Das wir haben kaum mehr Mana auf die Pico Contest. Ne? Ja. Nevermind, das raus. Alles raus. Noch 400 Mana. Wir suchen gerade einen Engage, glaube ich. Also, ich hab eine Flash-Ult, wie gesagt. Die Frage, wollen wir zuerst engagen oder wollen wir die engagen lassen und dann re-engagen? Lass mich mal gerade Base, dann können wir weiter. Ich glaube, wenn wir zuerst engagen, ist besser, weil wir auf dem re-engage nicht so gut followen können. Also wir haben jetzt nicht irgendwie 10 mobile Champions. Was war das denn? Der ist gerade Half-Life, ne? Kassa Half, ne? Ja, lass mich trotzdem Base, ich hab nicht genug Mana für den Blödsinn.
Ja, ja, klar. Ich kann dahin tippen. Aber Chandler geht jetzt nicht. Ja, ja, eben. Ist jetzt nicht Begeisterung in meiner Stimme, das zu tun, aber. Die Fliede. Ich glaube, wir haben gar nicht so schlechte Karten 5 gegen 5. Ja. Wenn ich halt nicht CC'd werde, instant. Ja, also. Ich mache halt gegen die Tanks echt insane Damage. Ja, ich auch. Ich habe halt eine ganze Seite mehr als die Xayah ungefähr. Wenn ich halt Ult schaffe auf Sejuani, wenn sie ihre fucking Passive hat, bin ich unkillable. Jo. Das ist richtig spaßig. Was du bist aber für neue Wards. Ich geh top. Update. Ah, okay, du hast keine Wards, okay, dann sollten wir sprechen. Okay, dann ist resetten nicht. Der Buff ist in 5 ab. Ja, dann holen wir Blue-Red, resetten mit Wards. Und dann holen wir auch ein bisschen Vision für unseren guten Trundle, wenn's geht. Besser Bot gerade. Kannst du denn, ihn kriegt halt den Botline-Turret wahrscheinlich for free, ne? Oh ne, ich kann die eigentlich ganz gut lesen, wenn die irgendwas machen, aber ich kann die auch immer noch 1v2. Wollen wir den Bot-Turret lassen oder wenn ich da Backup kriege, können wir den contesten? Ja, kannst auch so klären, ich glaube, ich das einfach weiter pusht. Das ist halt die Frage, ob er alleine ist, weißt du? Also wir haben da ja, ja. Da oben ist ein Ward. Wir können da auch unten rein, ne? Bei uns pass da oben auf, pass da oben auf. Ich geh zu dir. Ne, der ist raus. Aber ich weiß nicht, wie man engage, ne? Oh, what? Ah, war doch Toplane nichts verhorsten. Okay, wegen ich gebe SQS. Ah, die kriegen halt nicht so. Ah, die können Mitte pushen. Doch, die kriegen Mitte. DP Mitte? Ja, müssen wir droppen, oder? Jetzt. Ah, was haben die geused? Cetro-Ult und Ornn-Ult. Aber Ornn hat's in 3 Sekunden. Nee, ich kann einfach zu clear mit Fire kennen. Pass auf. Wir werden Bot nehmen. Ah, ist gut für uns. Fuck. Ich bin der Dutch. Cetro hat keine Ult und Ornn nicht. Kann ich gar nicht punchen. Trash! Go. Ich bin 15 Sekunden ab und hab TP. Pass auf. Ich hau Ult! Ornn-Ult! On. Ich hab's dann wieder ab. Sayak. Nice. Weiter. Baron 30. Ich TP top und push da, ne? Die Jewel raus. Mal Botlane durchpushen oder? Baron in 30. Ja, wir können einfach Baron. Wir können zwei Barons nehmen, also zwei Inips nehmen, oder? Okay, dann geht Bottom. Du musst Toplane aufpassen. Ja. Ich kann zu dir TPen. Okay. Hast du Egg? Nee, ich bin noch gerade vor deinem Augen. Wollen wir zwei TPs für das Play usen? Was willst du? Wollen wir wirklich zwei TPs für das Play usen? Ja, wenn er halt angegangen wird da, bis als er stirbt. Ja gut, ne? dann ja. Nö, ich geh einfach Def. Ja. Wir werden wahrscheinlich nur einen kriegen. Ja, aber. Laufen wir dann noch zum Baron oder machen wir es nicht? Erstmal Inip. Ich hätte dann halt Skimitar fertig. Inip und raus. Ich bin oben wieder am Ende. Oh, ich geh auf Skimitar. Go in 10 Sekunden ist Elder. Och, fuck my life, Alter. Kannst du nicht einfach so ein Hurensohn? Ja, aber du hast da nichts mehr zu suchen. Elder. Egal, ist passiert. Wir nehmen Elder, die gehen Ash. Leute, nicht becken. Achso, auch. Kannst du denn halt kein Flash? Spät gehört. Kann ich ihn haben oder willst du den? Oder? Ich will den schon eher nehmen. Wobei die kaum nicht testen, Dings. Ist noch nicht da. Wir müssen aufpassen. Geht da raus. Was für ein sahniger Freakle ist Fera mit. Och, mach! Wie verteidigen wir jetzt den Baron? Ja, wir haben Top auf jeden Fall eine Wave, das heißt, die machen erst Elder. Weil 1-6, aber ich kann nicht basen. Die werden jetzt versuchen zu fighten, also die werden 100 pro Nash gehen. Ja. Das ist nur die Frage, wir haben halt 35 bis TP. Wir haben halt auch 3 Drakes, also hier fighten macht gar keinen Sinn, glaube ich. Ah ja, die sind dann wir das Spiel auch, wir sollten da raus. Ornn hat wieder Ult, Ornn hat wieder Ult, lass den einfach. Oh. Ich meine, die haben mit dem letzten Baron auch fast nichts bekommen. Warum machen wir das uns so schwer, Alter? Ja, ich habe da jetzt zweimal hart reingedirbt, so. Aber why? Du bist nicht fokussiert oder was? Egal, passiert jetzt. Concentrate. Da war so ein Yusein Kaza. Der hat mich ein bisschen off-guard erwischt. Wir können halt auch einfach turtlen. Wenn die uns Tower diven wollen, dann. Also die können uns niemals Tower diven. Wir können viel zu gut nach hinten peelen, wir haben Trundle Pillar. Ja. Also wir chillen einfach, wenn die einen Tower pushen, dann clearen wir. Wenn die uns diven, dann töten wir die. Also ich glaube nicht, dass die einen Dive gewinnen. Weil das Zoneplayt. Wenn wir beide Buffs abgewartet. Wir können halt immer noch hier campen, weil die werden jetzt irgendwie pressuren wollen. Ja, können wir probieren. Ja. Können wir halt einen von denen one-shotten? Ja, also mit Trundle auf jeden Fall. Ich hab richtig guten Damage. Das sieht man nicht, weil ich den zweimal geintet hab, aber ich hab richtig guten Damage. Und ich habe gerade ein 4 gegen 5 gewonnen, also.
Die hat jetzt halt ausgebaut. Die lassen sich jetzt über Zeit gerade. Die haben ja noch Ohren für Scaling, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Alter, ich komme hier nicht durch. Leider wie die Midlane Wave auspushen. Ich brauche noch 600 Gold für Banshees. Ich würde mir das gönnen, ja. Pass halt auf, ne? Da könnte halt auch schon wieder ein Ohren sein. Weil jetzt sagen, das ist Bot. Wir werden der Botlane einfach gehen jetzt. Okay. Kannst du trotzdem Toplane splitten? Ja, könnte ich. Macht das Sinn? Ja, dann. Wenn ja, also mit Trundle können wir halt einen der Tanks holen, ne? Nee, ich glaube, ich muss dabei sein. Ich glaube auch. Kassadin, maybe? Die sind jetzt Bot. Wir können das Bot Wave clearen. Oder hier? Wir haben gute Vision, wir können das Bot Wave clearen. Echt? Bin ich schon der Meinung, oder? Ich glaube nicht, nee. Doch, doch. Ich meine, wer soll attacken? Xayah hat 500 Range. Gut, das ist wahr. Kassadin hier an der Seite? Die werden Dive versuchen. Ja. Kassadin bei T2 bin. Sollten wir. Ich hab die Xayah geholt. Oh shit, Alter. Der Kassadin pusht halt, Leute. Shit, da hab ich gar nicht gedacht. Alter. Ich call das sogar. Der Drake ist gleich weg. Ja, wen lassen wir gehen? Was machen wir, wenn wir das jetzt nochmal machen? Wer geht gegen Kassadin? Ich geh gegen Trundle. Kassadin. Er ist top. Drake läuft jetzt das hier. Können wir Drake auf jeden Fall. Drake ist weg. Können wir rein? Reingehen? 4 gegen 5, ja, go. Ja, rein. Ja. Für die Disengage. Okay. Dran top. Okay. Ich hätte jetzt Banshees ab. Die pushen weiter. Die pushen wieder. Ja, ja. Die haben eine Wave. Nein, noch nicht. Die haben keine Wave. Doch, kommt jetzt. Jetzt hier. Ja. Ja. Du kannst halt, wenn du die Wave gekriegt hast, Instant Base, ne? Ja, ja. Anschluss. Okay, ich hab Fixed Base. Das ist immer nur der Dicke. Der Dicke. Das ist kein Kragas. Ich nehm die mit der. Oh, du nimmst ihn so. Ich hab jetzt 8 Sekunden Flash. Kassa. Go. Okay. Jetzt geht's schon. Stun. Seju. Ultit. Ich warte. Ich bin gehookt. Double Knockup. Fresh. Oh, Mini. Ich hab die Xayah. Okay, der Q ist. Pass auf. Deju ist tot. One for one, die sind low. Wir haben nichts verloren. Holy shit. Der Kassadin wird TP'en. Der wird TP'en. Geh schnell Base. Geh, bitte. Können wir das steffen? Ich glaube, das können wir fighten, oder? Ich hab nicht mehr so viel Mana. Ich komme. Ich kann nicht basen. Ich hab noch ein Locket und ein Registry. Ich hab immer noch QSS. Unten ist auch noch eine Wave. Ich geh mit. Ich geh runter. Okay, keine QSS. Ah, die hat Dings. Flash Lantern. Ah, die kommen nicht. Ich komme. Ich kann den Ohren holen. Go. What? Ah, ja, das ist Ohren. Egal, good job. Weiter. Ich muss. Fünf Pillar. Okay, nice. Ich muss backen. Wir müssen jetzt pressuren. Ach, wir haben 60 Sekunden und 2 offene Nimbs, aber die Frage ist halt, was der Kassadin machen wird. Kann halt sein, dass der einfach. Der hat kein TP. Der hat kein TP, da kann ich easy backdoor. Nee, ja, aber wenn er nicht backgeht, meine ich. Der hat TP raus. Ich geh fix Base, lockt up Mana. Holy shit, Alter. Können wir Turret pressure? 40 Sekunden. Keine Summoner. Seju ist gerade geflasht, ne? Sonst hätten wir die auch gehabt. Also Seju Flash, Xayah Flash. Ja, ich weiß, aber easy. Ne? Also die war ja hinter Wall ohne Flash. Dash. Ich komme, aber ich bin noch nicht da. Oh, schöner Interrupt. Turret. Oh, okay. Das gibt's nicht. Egal, der Kassa hinter uns. Der killt die Welt. Wir sollten. Ja, guck! Pass auf Kassadin noch, Leute! Geht hier raus! Ich hab die beiden interrupted. Kommen wir raus! Der will mich! Wieder raus! Der ist low! Raus! Bin tot. Ich hab in 8 Sekunden Wall. Inhib müsst ihr abgeben, wahrscheinlich. Ja, Inhib hier ist passt. Ich komm auf Farm, easy. Hat sie Johnny ult? Weiß ich nicht. Der hat gleich wieder Ultimate on. Nice, Mois. Alter, ist der 4 auf 4 noch Job. Der Kassa ist Ah, der hat Blueberry. Ja, aber wir verlieren den. Einfach Base, scheiß auf den Nimm, einfach Base. Alter, ist der. 3 Walls, 4 Qs, der ist immer noch hinter mir. Scheiß, die Joani das überlebt hat, ne? Das ist disgusting. Die werden Botlane tanken. Müssen wir wahrscheinlich auch aufgeben, oder? Ja, ich hab 4 gegen 5. Aber die sind low. Ja, wir können was probieren. Ich nehm den Ohren. Ach shit, sorry. Der hat wieder Ohren, bitte. Passt auf, dass sie uns nicht angreifen. Engage. Ich glaube, ist eine dicke Wave. Oh, fuck es.
Wir haben jetzt in einer Minute ab. Ich hole mir fix den Blue. Alter. Wir sollten resetten und dann rot um Nash. Party feiern. Ja, in diesen Games denkt sich immer, keine Ahnung, gerade nur 60 FPS, Alter. Einfach drosselt. Ich habe auch nur noch 80, ja. Mein PC drosselt irgendwie. Ja, auch, ich habe auch noch 100. Ab der 50. Minute verliere ich aber auch immer so 30 FPS. Das ist einfach was so, liegt jetzt sich so. Ah, die ja, Fights sind zu eng. Weil die Minions so gepusht sind und so weiter. Egal, jetzt. Ein Fight, Leute, ein Fight. Ja, nächster Fight ist natürlich. Ich habe keinen Flash, aber Heal. Ich bin jetzt wirklich full für Wild. Die haben jetzt halt die ganzen Ohren-Items, ne? Das scaled halt gut. Oh, da sind sie. Oh, ich bin mal nicht. Vorsicht, Vorsicht wegen Ohren. Wie machen wir es mit Baron? Sobald. Wollen wir nicht einfach Mitte gepusht halten und. Ja, wir gehen einfach Mitte. Push Mitte. Wenn die von der Seite kommen. Aber wir sind jetzt gerade gesplittet, ne? Die könnten jetzt kommen. Push mit hart. TP instant. Top. Okay, hat irgendwer ein Ward dann für ein TP? Ich hab Ward. Mitte hart. Call. Ja, okay. Ich find's Call. Ich kann ja halt wallen, ne? Dann kann ich jeder her, aber Kassadin ist das scheißegal. Nux, haben wir sobald Ward Ultimate kommt, sobald Ward Ultimate kommt, brauche ich uns. Wards sind hier, wir haben zwei Wards. Das geht jetzt mal, Seju ist alleine. Ich wall die anderen. Können wir auch Seju? Wir haben Ornold schon mal raus. 40 FPS noch. Können wir Mitte weiter pushen? Wir haben keine Ornold. Seju hier? Kassia bei mir? Kassia bei mir? Okay. Gup. Mitte. Die Kassia ist immer noch links bei uns. Was ist hier los? Ich hab auch nur 60, das fühlt sich richtig gekappt an. 40, what? Botlane pusht jetzt. Wir sollten versuchen zu fighten. Ich kann flanken. Kassa hat einen guten Chunk gekriegt. Ja, mit Fire kann immer ein bisschen poken. Okay. Ja. Wir sollten durch weiter. Okay. Ich hab immer noch Blue Buff. Dann wird halt bald pushen. Fire hat auch einen guten Chunk gekriegt. Ist noch nicht unser Fight. Inip. Nice. Top Bot als nächstes, oder? Okay, wir haben jetzt keinen Job auf Tristana. Ich hab halt kein TP. Johnny muss Base, denke ich. Ja, müssen wir ihn. Ja, ich komme ja aber nicht einfach. Also. Aber wenn wir weggehen, machen die Nash, ne? Ja. Ne, Johnny muss Base. Nur Johnny. Ich will hier Recon. Lass haben wir da gespielt? Wir müssen das fighten. Oder wollen wir hier fighten? Kassadin, ja, ich glaube fighten. Ich glaube fighten. Ich hab Flash Ult. Was schon wieder? Kassadin. Hab ich gecharmt? Der hat noch Sonyas. Sejuani ultit. Sejuani. On. Shit. Du kannst durchjumpen, Adapter. Oh. Pass auf die Base. Geh Base, Johnny. Johnny. Ja. Ich drück B. Oh shit, da kommt einer. Ich kann nicht alleine. Ich glaube, ihr müsst mein Recoil durchlassen, ne? Block die Scheiße. Aber ich kann die Kasse nicht alleine aufhalten, ne? Ich komm auch. Ah, wobei, doch, kann ich. Ich kann finishen gehen. Nice. Ich hab den Kasse, glaube ich. Oder er mich. Ah, super close, Alter. Gott. Aber der ist so low. Nee. Wir haben keine Minions. Können wir finishen? Wir haben gar keine Minions. Mann, Alter. Ich hab TP. TP und push die Minions rein. Hier. Kann ich auf deine kleinen Scheißdinger TPen? Ja, kannst du, aber. Ihr kriegt den Tower nicht. Ihr müsst. Nehmt alle Inips erstmal. Inips. Okay. Inips Nash. Und Nash. Dann geh ich top. Obwohl. Ja. Inips und Nash. Wir können doch nicht finishen. Alter. Sicher, die haben 40 Sekunden, Alter. Wir haben halt wirklich 0 Minions. Ja, wir haben halt keine Minions. Halt nicht tanken. Und Ornn lebt in 20. Lass einfach jetzt hin zu Nash gehen. Ja. Ich meine, wir haben dann Nash und 3 Inips. Das können wir eigentlich auch dann. Und nicht Elder auch. Ich meine, wir gewinnen ja die Fights, das ist ja das Ding. Wir holen auch Elder. Deju lebt schon, ne? Wir müssen das jetzt wirklich überraschen. Alter, einfach in dem Team okay, Spiel, ich tank, Alter. Ich einer also muss 20 Elder gehen und Deju aufhalten, sonst macht die den. Ja, und einer muss auch Botlane weiter pushen. Deju kann den nicht alleine machen. Können Rush. Okay. Ich viel zu lange für den alleine. Ich hab nicht so viel Mana, aber ich kann auf jeden Fall wallen und auch 6000 Damage krieg ich ungefähr raus. Unsere Inhibs spawnen auch gleich. Können wir instant Elder, oder? Nee, ja, müssen ja, wir. Ja, doch, aber ich hab TP. Ich kann die haben jetzt auch. Nee, ich würde resetten. Also ich. Okay. Ja, ich würde auch resetten. Ich hab so viel Dauert Cash. Ja noch, bis die da sind. Also ich mit Jungle Item verkaufen? Oh, hol euch Pots und so Scheiße, ne? Hätte ich jetzt Fervor, wäre so geil. Hätte okay, ich will jetzt nicht in den Jungle rein. Ich wurde heute echt ein paar Mal zu viel gecatcht. So. Oh, das, nee, die sind alle Mitte. Ja, das dachte ich öfter. So, wir müssen jetzt halt mit den Dings muss einfach spielen, mit den Waves. Inips, die wir haben, ja. Die gehen. Ich bin halt ein Ultra-Tanky, also. Können wir Mitte einfach pushen? Wir sollen einfach Waves pushen, so. Ja, fang ihn an. Einfach. Können ja nicht abgeben jetzt. Der ist dann. Ich bin auch Trash. Seju. Ich ulti. Ich bin dead. Ja, das Game. Oh shit. Ja, Kassa hat mich gewonshottet, aber ich habe auch 30 FPS. Ja, ich hab auch 30 FPS tatsächlich. Ist das sad, Alter. Schade, Mann. Ja, tut mir leid, übrigens, das waren eigentlich die zwei Catches im Midgame. Das hatten wir eigentlich. Ich habe halt 20 FPS oder so gehabt und
bin gestorben, gefühlt einem Frame so. Das ist ja komplett lächerlich, was ist das? Aber ich glaube, das ist Ornn im Late Game. Das Game war trotzdem geil. Ja, aber ich habe echt das Gefühl, dass es an Ornn liegt. Oh, schade, Mann. Ich hab halt nicht mal gewollt, aber ich bin halt wirklich innerhalb von gefühlt 2 Frames gestorben, ey. Fuck, ich bin nicht mal tilt. Oh, schade, Mann. Oh, aber das war ein gutes Game. Ich bin tilt for life. Fuck, ey. Ja, mit Game hat man das Reisen gelegt. Game haben die halt die ganzen Ornn-Items auch, aber das hat jetzt nicht so einen krassen Unterschied gemacht. Oh, fuck, ey, die 2 Caps waren halt echt einfach. Das Game war schön, ey. Die bleiben halt für immer unsere Erzgegner. Ja, im Endeffekt hätte ich auch Böttlin die eine Situation, wo wir die beiden Hooks in meinem Gesicht gehabt haben, hätte ich da nicht schlecht gespielt, hätten wir da einen In-Up gekriegt, dann hätten wir das Spiel vielleicht auch da schon closen können. Ja. Ah, schade, das Game war trotzdem cool. Ja. Können wir alle Hashtag 7-1 posten gleich? Jo. Never forget. Haut rein, Leute. Ja, ne, haut rein, tut mir leid. Das ist jetzt, aber das ist gut.